Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Planungsdesaster beim neuen Hauptstadtflughafen soll nun der frühere Bahnchef Medorn das Projekt übernehmen. Der Aufsichtsrat stellte ihn heute überraschend als neuen Chef der Flughafengesellschaft vor. Gegen diese Gesellschaft hatte Medorn noch vor wenigen Monaten als Manager von Air Berlin eine Schadensersatzklage eingereicht, weil die Eröffnung des Flughafens viermal verschoben worden war. Nun soll er das Projekt selbst vorantreiben. Damit hatte heute wahrlich keiner gerechnet. Hartmut Medorn, der Ex-Bahnchef und Ex-Air Berlin-Chef, soll es nun also richten. Den Berliner Großflughafen an den Start bringen. Reizvoll sei das, aber so Medorn wörtlich, kein Puppenspiel. Ich kann auch nicht zaubern. Das muss man hier vielleicht auch mal sagen. Die Dinge haben ihr Regelwerk und das ist ziemlich kompliziert. Und innerhalb dieses Regelwerkes müssen wir die Dinge eben auch abarbeiten. Bekannt wurde Medorn als Chef der Deutschen Bahn. Zwar brachte er das bundeseigene Unternehmen auf Gewinnkurs, Investitionen in Gleisnetz und Züge allerdings habe er dabei vernachlässigt, mahnen Kritiker. Zuletzt führte Medorn die Fluglinie Air Berlin. In dieser Funktion hatte er die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg auf Schadensersatz verklagt, wegen der Verschiebung des Eröffnungstermins. Hartmut Medorn hat viele Ecken und Kanten, die werden wir eben auch nicht mehr abschleifen. Das ist auch gut so, weil dieses Projekt, was ja in einer sehr, sehr schwierigen Situation ist, braucht auch jemand, der genau weiß, was er will und den Weg dann auch geht. Ein Nein zu Medorn kommt von den Grünen. Er sei zu undiplomatisch und als Krisenmanager nicht geeignet. Er hat 10 Jahre Verantwortung getragen für Stuttgart 21. In alten Broschüren von 2005 hat sich Medorn gelobt und gesagt, wir haben mit 2,8 Milliarden Euro eine sehr präzise und gute Kostenplanung. Heute haben wir das Dreifache, wir gehen stramm auf 7 Milliarden zu. Medorn polarisiert wie kaum ein Manager hierzulande. Doch das hat den 70-Jährigen noch nie gestört. Seine Mission ist klar: Flughafenrettung statt Ruhestand. Ein ausführliches Porträt von Hartmut Medorn und seinem Werdegang finden Sie auf tagesschau.de. Ein anderer deutscher Spitzenmanager zieht sich zurück. Der Aufsichtsratschef des Stahlkonzerns ThyssenKrupp Kromme hat heute seinen Rücktritt für Ende des Monats erklärt. Kromme war in letzter Zeit nach mehr als 10 Jahren an der Spitze des Kontrollgremiums in die Kritik geraten. Er wurde unter anderem für Milliardenverluste des Unternehmens in Übersee mitverantwortlich gemacht. Bei der ThyssenKrupp-Hauptversammlung im Januar bekam Gerhard Kromme den Zorn der Aktionäre zu spüren. Er musste sich rechtfertigen für Kartellverstöße, Korruptionsfälle und Fehlinvestitionen wie in Brasilien. Dort hatte der Stahlkonzern ein Werk für 12 Milliarden Euro gebaut. Unter anderem deswegen hat der Konzern mit riesigen Verlusten zu kämpfen. Zu seinem Rücktritt wollte Kromme sich heute nicht äußern, doch in einer Pressemitteilung erklärte er: In Verantwortung für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und Aktionäre möchte ich nach 12 Jahren als Vorsitzender mit diesem Schritt auch im Aufsichtsrat einen personellen Neuanfang ermöglichen. Ich wünsche dem Unternehmen, dass es wie in der über 200-jährigen Geschichte auch aus der derzeitigen Krise gestärkt hervorgeht. Kromme gehörte fast 30 Jahre zum Krupp-Konzern. 1987 verantwortete er als Chef der damaligen Krupp AG die Schließung des Werks in Rheinhausen. Gerhard Kromme wurde zum Feindbild der aufgebrachten Arbeiter. Später schaffte Kromme die Fusion mit dem Erzrivalen Thyssen und galt fortan als Vorzeigemanager. 12 Jahre lang war Kromme dann Aufsichtsrat bei ThyssenKrupp. Aktionärsvertreter begrüßten heute seinen Rücktritt von diesem Posten. Man muss jetzt aufräumen nach hinten. Die Vergangenheit muss man sich genau anschauen. Das kann ein unabhängiger neuer Aufsichtsratsvorsitzender viel besser als Herr Kromme, weil Herr Kromme oftmals auch in den alten Vorgängen mit verhaftet ist und vielleicht auch sogar verantwortlich ist. An der Börse wurde Krommes Rücktritt ebenfalls positiv aufgenommen. Die ThyssenKrupp-Papiere gewannen im Laufe des Tages mehr als 6%. Die FDP will sich auf ihrem Parteitag an diesem Wochenende auch mit dem Koalitionsstreit um die sogenannte Homo-Ehe beschäftigen. Das Präsidium beschloss heute, einen Antrag dazu einzubringen. Darin heißt es, die Partei wolle noch vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur steuerlichen Gleichbehandlung eine Einigung mit der Union finden. Die FDP strebt eine Gleichstellung an. CDU und CSU lehnen sie bisher mehrheitlich ab. Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder gibt es offenbar eine Annäherung. Sehr wahrscheinlich könne noch im Laufe des Abends eine Einigung bekannt gegeben werden, hieß es am Verhandlungsort in Potsdam.
Die Gewerkschaften Verdi und DBB Tarifunion hatten 6,5% mehr Geld gefordert. Wie viel die Arbeitgeber geboten haben, ist noch nicht bekannt. Zum ersten Mal nach der Parlamentswahl in Italien ist das Land von einer Ratingagentur herabgestuft worden. Fitch senkte die Kreditwürdigkeit von A- um eine Stufe auf 3B+. Das ist noch 3 Stufen über Ramschniveau. Die Wahl hatte keine klare Mehrheit gebracht. Die Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Monti schnitt sehr schwach ab. Stärkste Kraft wurde das Mitte-Links-Bündnis, das aber nicht alleine regieren kann. Die Wahl eines neuen Papstes beginnt am nächsten Dienstag. Die Kardinäle haben sich heute nach 5-tägigen Beratungen in Rom auf diesen Termin für das Konklave geeinigt, wie der Vatikan mitteilte. Wahlberechtigt sind 115 Kardinäle, unter ihnen 6 Deutsche. Wie lange die Abstimmung dauern wird, ist offen. Am frühen Abend gab der Vatikan den lange erwarteten Termin bekannt. Möglich wurde die Entscheidung heute Nachmittag, nachdem endlich sämtliche 115 wahlberechtigten Kardinäle bei den internen Treffen im Vatikan, den sogenannten Generalkongregationen, anwesend waren. Denn erst damit war das Gremium hinsichtlich des Konklavetermins beschlussfähig. In einer Pressekonferenz heute Mittag war zudem bestätigt worden, dass sich die Kardinäle am Vorabend des Konklaves in dieses Gebäude im Kirchenstaat, in die sogenannte Casa Santa Marta, zurückziehen werden. Das Vatikanische Fernsehen veröffentlichte dazu Bilder von den Wohnräumen, in denen die Papstwähler streng abgeschirmt von der Außenwelt, das heißt ohne Zugang zu Telefon, Zeitungen oder Internet, vor und nach den Wahlgängen in der Sixtinischen Kapelle residieren werden. Auch der dann neu gewählte Papst bekommt eine vorübergehende Wohnmöglichkeit, eine Suite, bis zu seinem endgültigen Einzug in den Apostolischen Palast. Selbst wenn der Termin für das Konklave nun steht, eine Mehrheit für einen echten Favoriten gibt es laut Expertenmeinung aber noch nicht. Es gibt zu viele Favoriten, weil es nicht so eine hervorragende Persönlichkeit gibt wie im Jahre 2005 Kardinal Ratzinger. Und so bleibt weiterhin Raum für Spekulationen, ob aus dem inzwischen installierten Kamin in der Sixtinischen Kapelle frühzeitig oder doch erst später weißer Rauch als Signal für eine erfolgreiche Papstwahl entweichen wird. Miloš Zeman ist neuer tschechischer Präsident. Am Vormittag legte er in der Prager Burg vor beiden Kammern des Parlaments den Eid ab. Zeman ist der erste direkt vom Volk gewählte tschechische Staatschef. Der 68-jährige linksgerichtete Politiker sagte, er sehe sich als Mittler zwischen den Parteien. Anders als sein Vorgänger Klaus steht Zeman für einen proeuropäischen Kurs. Das kommunistische Nordkorea ist weiter auf Konfrontationskurs. Es kündigte den Nicht-Angriffspakt mit dem Nachbarn Südkorea auf und kappte den heißen Draht, eine direkte Telefonverbindung zwischen den Regierungen. Sie war in den 70er Jahren für Krisenfälle eingerichtet worden. Gestern hatte der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen das Regime in Pyongyang verschärft. Sowohl Nord- als auch Südkorea bereiten gerade Militärmanöver vor. Ein Krieg der Bilder ist längst ausgebrochen. Nordkoreas Staatsführer Kim Jong-un besucht die Truppe, umjubelt von Soldaten. Gestern hatte das kommunistische Land den USA mit einem atomaren Erstschlag gedroht. Heute folgen weitere Provokationen. Der Nicht-Angriffspakt mit Südkorea sei null und nichtig. Alle Übereinkommen mit Seoul seien ungültig. Auch eine ständige Telefonverbindung in den Süden werde mit sofortiger Wirkung gekappt. Nordkorea geht auf Konfrontation. Mit seinen Drohungen reagiert das Land auf die Sanktionen, gestern verhängt vom UN-Sicherheitsrat. Bargeldtransfers mit Nordkorea sollen erschwert werden, auch die Einfuhr von Waffentechnologie und Luxusgütern. Die Vereinten Nationen wollen den Norden damit von seinem Atomprogramm abbringen. Im Dezember hatte das Land einen umstrittenen Raketenstart durchgeführt, vor 4 Wochen einen unterirdischen Atomtest. Südkorea zeigte sich bisher unbeeindruckt von Nordkoreas Drohungen. Jetzt marschieren auch in der Hauptstadt Seoul Soldaten auf. Präsidentin Park kündigt an, hart gegen die Provokationen aus Pyongyang vorzugehen. Ein Land wird nicht sicher nur durch Waffen, auch nicht durch Atomwaffen. Ein Land, das sich hochrüstet und zugleich die Menschen verhungern lässt, wird sich selbst zerstören. Nordkoreas junger Staatschef Kim Jong-un, ihm hatten viele zugetraut, das verarmte, aber hochgerüstete Land zu öffnen. Nun droht Kim der Welt mit Krieg. Ab nächster Woche planen Nordkorea und auch Südkorea große Militärmanöver. Der Region stehen unruhige Tage bevor. In Tunesien gibt es Hoffnung auf ein Ende der politischen Krise. Nach 10 Verhandlungen einigten sich die regierenden Islamisten und ihre Koalitionspartner auf eine neue Regierung.
Der künftige Ministerpräsident Larayet sagte, die Schlüsselressorts für Innen-, Justiz- und Außenpolitik würden mit unabhängigen Experten besetzt. Die verfassunggebende Versammlung muss das neue Kabinett noch bestätigen. In der Altstadt von Jerusalem ist es nach dem Freitagsgebet zu schweren Ausschreitungen gekommen. Mehrere hundert Palästinenser bewarfen Polizisten an der Al-Aqsa-Moschee, einem der wichtigsten muslimischen Heiligtümer, mit Steinen und Brandsätzen. Die Sicherheitskräfte setzten Blendgranaten ein. Mehrere Demonstranten und Polizisten wurden verletzt. In den vergangenen Wochen hatte die Gewalt im Westjordanland wieder deutlich zugenommen. In Israel wächst daher die Sorge vor einem neuen Palästinenseraufstand. Venezuela hat heute Abschied genommen vom langjährigen Präsidenten Hugo Chavez. Hunderttausende versammelten sich in der Hauptstadt Caracas, um dem am Dienstag verstorbenen Staatschef die letzte Ehre zu erweisen. An den Feierlichkeiten in der Militärakademie nehmen auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs teil. Viele Staatsgäste, die zum Begräbnis von Hugo Chavez angereist sind, erfuhren erst nach ihrer Ankunft in Caracas, dass es keine Bestattung geben wird, stattdessen eine mehrstündige Trauerfeier. Die meisten Staatschefs Lateinamerikas, insgesamt rund 50 Delegationen aus aller Welt, sind in Venezuela zu Gast. Erst gestern war bekannt geworden, dass der in weiten Teilen des Volkes extrem beliebte Staatschef einbalsamiert und dauerhaft aufgebahrt werden soll. Vizepräsident Maduro, der in 4 Stunden als Übergangspräsident vereidigt werden soll, lobte Chavez vor der Trauerfeier als Vordenker der sozialistischen Idee Lateinamerikas, der den Menschen, so wie Lenin oder Ho Chi Minh, erhalten bleiben muss. Hunderttausende Chavistas, Anhänger des verstorbenen Präsidenten, warten zum Teil seit Tagen darauf, von ihrem Idol Abschied zu nehmen. Die Warteschlange vor Chavez' Sarg ist kilometerlang. Chavez ist nicht gestorben, er ist jetzt in jedem von uns. Wir müssen jetzt seinen Idealen folgen. Hugo Chavez hatte für die Armen Venezuelas viele Sozialprogramme aufgelegt und mit Geld aus der Ölförderung Allianzen in Lateinamerika geschmiedet. Bei den anstehenden Neuwahlen werden der Partei von Chavez die besten Chancen eingeräumt. Der Chavez-Kult ist auf eine neue Stufe gehoben worden. Der Kommandante bleibt seinem Volk erhalten, einbalsamiert als Symbol der Verehrung. Sein Wunschnachfolger Maduro hat es so bestimmt und sollte er als Präsident gewählt werden, wird er versuchen, die Politik von Hugo Chavez weiterzuführen. Bundespräsident Gauck hat am Morgen in Berlin die Teilnehmer der jungen Islamkonferenz begrüßt. Die jungen Menschen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren wollen 2 Tage darüber diskutieren, wie das Verhältnis zwischen Staat, Gesellschaft und Muslimen künftig gestaltet werden kann. Gauck sprach sich für einen vorurteilsfreien Dialog zwischen den Religionen aus. Die Jugendlichen beklagten sich über wachsenden Rechtsextremismus und Muslimenfeindlichkeit in Deutschland. Weltmeister Erik Frenzel hat beim Weltcup der nordischen Kombinierer in Lahti seinen 5. Saisonsieg gefeiert. Der Oberwiesenthaler gewann vor den beiden Japanern Watabe und Kato. Ausgelassen wie selten feierte Jenny Wolf ihren Sieg über 500 Meter beim Weltcup-Finale der Eisschnellläufer in Heerenveen. Nach einer sehr wechselhaften Saison zeigte die ehemalige Weltrekordlerin wieder ihre ganze Klasse. Schneller Start, saubere Kurventechnik und aggressives Laufen. Da konnte selbst ihre Gegnerin, die Weltcup-führende Sangwali, nicht mithalten. Endlich der erste Saisonsieg von Jenny Wolf vor der Chinesin Beijing Wang und Sangwali. In dieser Form hat die Berlinerin bei der Einzelstrecken-WM in Sotschi in 2 Wochen gute Medaillenchancen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 9. März. Das umfangreiche Tiefdruckgebiet sorgt morgen bei uns für unbeständiges Wetter, wobei in den Norden und Osten kalte, in die Südwesthälfte noch milde Luft gelangt. Heute Nacht fällt zeitweise Regen, im Norden und Osten auch gefrierender Regen oder etwas Schnee. Im Südwesten lockern die Wolken später zum Teil wieder auf. Hier, wie im äußersten Norden und Nordosten, kann sich morgen auch die Sonne zeigen. Sonst bleibt es oft bedeckt, im Norden und Osten muss weiter mit Glätte durch Schnee oder gefrierenden Regen gerechnet werden. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden zeitweise frisch und an den Küsten zum Teil stark mit stürmischen Böen. Heute Nacht im Nordosten leichter Frost, im Westen und im Rhein-Main-Gebiet noch 9 Grad plus. Morgen im Norden und Osten Höchstwerte zwischen 0 und 3, im Südwesten bis 16 Grad. Am Sonntag gibt es in der Südhälfte teils dichte Wolken, teils Sonnenschein und einzelne Schauer. Nach Norden hin auch kräftige Schneefälle und gefrierenden Regen. Anfang der Woche langsam auch Richtung Süden häufiger Schnee als Regen, zum Teil aber auch freundliche Abschnitte. Um 21.45 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: Hartmut Medorn, der ungeliebte Retter in der Not, und Demonstrationen statt Blumen, Proteste in Moskau zum Internationalen Frauentag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.